Hey Lieben, herzlich willkommen hier von Unternehmens Lifestyle. Dein Kanal des Modevlogs und Lifestyle geht frisch aus Hamburg. Und heute habe ich nochmal das Thema aufgegriffen, Boots für den Mann. Und zwar jetzt ist er gerade Herbstanfang, oder der Herbst ist ja auch schon irgendwie dann noch wieder doch eher da, als er sein sollte. Ich habe euch mal ein paar coole Männerboots rausgesucht, aber nicht lang schnacken, kommen dann, wie man hier oben sagt, starten wir. Und ich zeige euch mal hier ein paar Auswahlmöglichkeiten, die ihr so haben könnt. Und legen wir los, und zwar mit dem ersten Modell. Und zwar, die finde ich eigentlich eher ganz cool, die trage ich persönlich auch selber. Und zwar, das sind die Chelsea Boots von Jack & Jones. Dieses Modell ist relativ neu. Und ja, wie gesagt, das ist Wildleder. Und ich muss sagen, die Schuhe tragen sich sehr angenehm. Ich meine, ich habe die gerade selber an. Sind super bequem, könnt ihr natürlich auch immer gut kombinieren. Die haben wir auch in Schwarz da. Ich persönlich bevorzuge eher diese Farbe aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich auch sehr viele helle Hosen trage, also viel blaue Jeanshosen habe. Und ich finde, man kann diesen Schuh wunderbar dazu kombinieren. Er passt, finde ich persönlich, so gut wie zu allen Farben. Und ja klar, Schwarz ist auch eine coole Farbe. Ich persönlich bevorzuge eher diesen Ton, weil ich schon so viele schwarze Boots habe. Und handgemacht, wie immer, und auch sehr günstig. Also ihr bezahlt hier für 80 Tacken. Das ist echt super und kann ich euch nur ans Herz legen. Kommen wir zum zweiten Paar, welches ich auch echt feiere. Das ist natürlich ein bisschen geeigneter, natürlich auch gerade wenn Schnee liegt, ist der Schuh deutlich robuster als der Chelsea Boots. Boot. Und zwar fast gleiche Aufmachung, ne? Was ich ganz geil finde, ist natürlich wieder echtes Leder. Ist hier dieser Farbakzent rot, also könnt ihr auch geil kombinieren. Was auch richtig cool ist, ist die Sohle, Freunde. Die ist aus Gummi, das heißt natürlich, ihr habt da ganz guten Grip drauf, und gerade bei Schnee und Matsch saut ihr euch nicht so den Schuh ein, wie wenn ihr natürlich Chelsea Boots tragt. Das ist natürlich, die würde ich natürlich jetzt bei Schnee, wenn so viel Matsch und so rumliegt, wäre mir der Schuh zu schade, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, der Schuh ist auch wunderbar, der ist bequem, und vor allem, man denkt es nicht, aber der Schuh läuft sich sehr gut. Also man denkt zuerst, der ist so starr und steif. Klar, den müsst ihr kurz ein bisschen einlaufen, aber wenn ihr den kurz eingelaufen habt, dann ist der wunderbar. Ihr könnt natürlich auch dazu nochmal dicke Socken anziehen, dafür ist in diesem Schuh Platz. Bei den Chelsea Boots müsst ihr gucken, die sind ja eigentlich dafür nicht geeignet, dass man da noch dicke Socken runter anzieht. Aber das bleibt immer jedem selbst überlassen, würde ich sagen. Da müsst ihr auch gucken, von den Größen her, wie das sitzt. So, wenn ihr natürlich zu eng sitzt und da noch dicke Wollsocken anzieht, weiß ich nicht. Aber hier passt es wunderbar, und preislich im gleichen Sortiment wie die Chelsea Boots, und hier zeige ich euch noch eine andere Alternative. So, jetzt natürlich mal eine andere Marke, nicht nur Jack & Jones, und zwar Doc Martens. Ich war immer, was Doc Martens angeht, dann immer so ich stelle euch einfach mal zwei Doc Martens Modelle vor. Es gibt natürlich Dutzend andere Modelle, ich blende euch mal ein Doc Martens Modell hier ein, was ich persönlich auch gut finde. Was ich nicht gedacht hätte. Die tragen sich wunderbar. Klar, Doc Martens muss man einlaufen. Die tragen sich am Anfang richtig beschissen. Da denkt ihr irgendwie echt, eure Füße bluten. Also da habe ich echt das Kotzen gekriegt. Aber wenn man die eingetragen hat, wunderbar bequem. Also man läuft wie auf Wolken. Dieses Modell haben wir jetzt unter anderem gerade nicht hier. Aber natürlich könnt ihr es auf Doc Martens auf der Seite natürlich bestellen, ganz klar. Diese Doc Martens Schuhe feiere ich sehr. Und was ich jetzt euch aber jetzt hier im Laden nochmal live zeigen kann, sind einmal auch von Doc Martens solche Boots, alternativ wie eben die von Jack & Jones mit dem roten Farbton hier. Das gleiche nochmal quasi von Doc Martens. Ich würde sogar sagen, der einzige Unterschied ist immer, dass die Sohle ein bisschen mehr gerippter ist, könnt ihr hier sehen. Diesbezüglich habt ihr noch mehr Halt in diesem Schuh hier. Wie gesagt, ihr kennt wahrscheinlich alle Doc Martens Schuhe, von der Qualität her brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Die sind Bombe, halten recht lange. Wenn ihr natürlich andere Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, Doc Martens Schuhe, richtig cool, halten, was sie versprechen. Habt ihr euch die Schuhe auch eingeladen, also da könnt ihr auch gerne mal nachschauen, wenn ich jetzt den Preis nicht weiß. Ja, Doc Martens, geile Schuhe. Tragen sich richtig gut, habt ihr guten Komfort drin und könnt, finde ich, in Boots lange laufen. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. So, als nächstes habe ich noch einmal für euch so den Klassiker, den habe ich auch. Ich habe davon nämlich das Vorgängermodell. Und diese echt Lederschuhe, Boots, auch wieder von Jack & Jones, handgemacht aus Portugal für 99 €. Und die gibt es auch nochmal als Winteredition. Also hier oben habt ihr nochmal so einen dicken Lederriemen als Vergleich. Ja, sind ein bisschen wärmer. Die hier sind aber trotzdem wintertauglich. Ich habe
wie gesagt, das Vogelgängermodell, was ich schon seit 2 Jahren trage, ist sogar, ich habe sogar das Modell sogar auf meinen letzten Instagram-Bildern an. Könnt ihr mal abchecken. Da ist der Schuh zu sehen und da sah noch ein Ticken anders aus, also da war er mehr mattschwarz. Jetzt haben sie den Schuh ein bisschen verändert, jetzt geht es hier vorne, könnt ihr sehen, leicht ins Gräulich über. Gefällt mir sogar von der Aufmachung her ein Ticken besser als meiner. Aber trotzdem kann ich euch echt sagen, ich meine, ich habe diesen Schuh schon seit 2 Jahren, der hält immer noch. Das Leder wird immer angenehmer beim Tragen. Die Sohle auch wieder schön genockt und gerippt, also ihr habt da echt guten Komfort. Und ja, also für so wenig Geld einen handgemachten Schuh zu kriegen, echt Leder, dann sogar noch gefertigt in Portugal, ist echt nice. Und der Schuh ist auch echt bequem, auch wenn er vielleicht nicht so ausschaut auf den ersten Blick, aber er hält wirklich das, was er verspricht. Ich habe damit eine Menge schon erlebt. Auf jeden Fall ist das ein richtig cooler Schuh, den ich echt ans Herz legen kann. Und genau. Halt ein, ich zeige euch jetzt nochmal das andere Doc Marten Modell, was ich euch noch gerne ans Herz legen möchte. Das kommt jetzt. Und als letztes nochmal die Doc Marten am Start. Das Standardmodell, glaube ich, so ähnlich, was man halt ja so kennt in Schwarz. Nur ich habe es jetzt mal für euch in Braun da. Und mit den Schnürsenkeln, das ist halt ein Unterschied. Ja, genau. Sind wie die anderen Doc Marten Schuhe einlaufen. Sonst ist es echt unangenehm, wenn ihr die eingelaufen habt. Wunderbar bequemer Schuh. Richtig gute Sohle, also ein richtig cooler Winterschuh. Genau, diese Schuhe sind immer als Alternative, so die ich ganz cool finde. Ist mal ein bisschen was anderes als das Schwarz, was man so kennt. Und ja, von der Verarbeitung, was ich ja schon meinte, Doc Martens Bombe. Also da müssen wir uns nicht irgendwie drüber streiten, dass die Verarbeitung schlecht ist. Und genau. So Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann supportet doch gerne den Kanal und teilt euch auch gerne in den Kommentaren mit. Ja, ich wollte mal sagen, danke natürlich an die Leute, die jetzt regelmäßig in den letzten Wochen an Abonnenten hinzugekommen sind, und das freut mich natürlich sehr, ja, dass auch mein kleiner Kanal langsam aber sicher wächst. Genau, die Julius-Bewerbung für den Julius Award ist natürlich auch schon längst abgeschickt worden und bin mal gespannt, ob es dieses Jahr klappt und ausreicht für eine Nominierung. Und ja, wäre doch cool, wenn wir hier auch den Goodies Award Preis vielleicht dann mit ein bisschen Glück nach Hause mit dem Kölner Hamburg. Und genau, ansonsten sehen wir uns dann zu einer nächsten Folge. Passend natürlich jetzt kommt als nächstes eine Folge zu guten Trainiersprays für Sneaker und natürlich auch für Boots. Also auch da einschalten. Und alles weitere ist hier unten verlinkt, Social Media. Und schaut auch mal gerne auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da bin ich sehr aktiv und da erfahrt ihr immer die neuesten Infos, also haut